Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast für Souveränität und Gelassenheit. Weil du souverän und gelassen durch diese historischen Zeiten und dein Leben navigieren darfst und es mit Humor und Eleganz alles meistern darfst und dabei ganz zu dir selber werden darfst. Das heutige Thema, das ich für dich ausgelesen habe, ist eins, das in immer mehr Coachings vorkommt und wahrscheinlich in meiner 7-jährigen Coaching-Zeit in fast jedem Coaching irgendwann aufgetaucht ist. Und das ist dieses Grenzen setzen. Nadja, ich muss lernen, Grenzen setzen. Ich will mehr Grenzen setzen, bessere Grenzen setzen. Immer wieder taucht es auf. Und in Verbindung mit diesem historischen Prozess hat es wie ein Twist dazu gegeben, hat es eine neue Tiefe dazu erlangt und die mag ich mit dir heute teilen. Oder lass es uns zusammen anschauen, wie es ganz einfach geht und wie es vor allen Dingen wie von selber gehen kann, wenn du es für dich drehst. Ich bin Nadja Lang, seit 7 Jahren mindestens Coach und Streitschlichterin in Zug und online. Und liebe Menschen, ich liebe diese Vielfalt, ich liebe diese unterschiedlichen Reisen, auf denen alle sind in ihrem Leben und begleite sie deshalb in ihr Traumleben, ins schönste Business, das ihnen passt, das zum jeweiligen individuellen Menschen passt und natürlich durch diese historischen Zeiten. Und wenn du mehr wissen magst, dann abonniere einfach den Newsletter, der jeden Freitag rausgeht. Und die erste Rubrik ist immer der aktuellen Podcast-Folge, diesem Video gewidmet, das jeden Freitag um 6 Uhr rausgeht zum Frühstückscafé, wo du den Link auch findest, um das Erstgespräch für dich zu buchen, wenn du Unterstützung möchtest, wenn du die Abkürzung zu mehr Leichtigkeit möchtest, wenn du es kribbeln spürst, dass dein Leben leichter sein darf, dass du dich selbstständig machen möchtest und denkst, ja, aber wie denn und womit denn? Ich habe viele, viele, viele Coaches begleiten dürfen die letzten Jahre. Mach dazu gerade ein wundervolles Online-Programm, das ich schon mal hatte, immer wieder dran gefeilt habe und jetzt komplett neu starte mit allem, was ich selber gelernt habe, was ich selber mir gewünscht hätte am Anfang und wo ich bei Kunden sehe, das sind die absoluten Basics, um neu zu starten oder um das bestehende Business auf ein solideres Fundament zu stellen, weil wir in neuen Zeiten sind, weil wir in historischen Zeiten sind. Und da verheben die Sachen nur noch, wenn du ein ganz solides, maßgeschneidertes, individuelles Business hast, das zu dir und deinen Lebenserfahrungen passt. Also stay tuned, trag dich in den Newsletter ein. Dort gehen immer die allerersten Einladungen raus für Workshops und Online-Kurse. Und ich bin gerade dabei, mit technischer Hilfe zum Glück eine Online-Community aufzusetzen, was wie so ein wöchentliches Treffen ist, online, egal wo du sitzt, egal ob du im Bett liegst oder gerade krank bist oder auf Reisen bist, wo wir uns wöchentlich treffen und Tipps und Tricks teilen und ich dir an die Hand geben mag, um diese historischen Zeiten so elegant und souverän und auch humorvoll wie möglich navigieren zu können, weil sie hören nicht auf, es gibt keinen Retter, es gibt keine Abkürzung, es gibt kein Abwarten. Es geht in dem historischen Prozess um die Transformation von jedem einzelnen Menschen. Und je mehr wir an uns arbeiten, je mehr wir bei uns individuell hinschauen und innerlich aufräumen, wie ich das Coaching immer nenne, machen, umso smoother und leichter geht der Prozess. Und dazu mag ich jetzt eine Community wie so aufbauen und aufmachen, wo wir uns wöchentlich treffen können auf einer Plattform und Thema für Thema durchgehen. Und den Mindset dazu immer wieder neu ausrichten können, damit es leichter ist.
damit es elegant zu navigieren ist und auch humorvoll, oder? Weil die Kunden, die ich einzeln dazu begleiten darf, die sich einzeln dafür im Coaching entscheiden, begleitet zu werden von mir und innerlich nach Anlass entsprechend seit Jahren aufzuräumen. Es ist wirklich faszinierend zu sehen, wie es auf einmal leicht geht und wie man mal struggelt, natürlich, weil der Prozess wie ein Computerspiel Level um Level um Level immer weitergeht, oder? Und je mehr wir die Level wirklich aktiv wahrgenommen haben, genutzt haben für inneres Aufräumen, Erkennen, für mehr Achtsamkeit, mehr Aufwachen, mehr sehen, umso leichter wird der nächste Level. Und wenn wir den auslassen, der übernächste und überübernächste, die werden dann immer schwieriger und harziger. Aber je mehr man den Einstieg gefunden hat und geht, umso leichter wird's. Und da würde ich gerne noch einer größeren Menschenmenge behilflich sein. Also stay tuned, freu dich, was kommt. Lass mich wissen, was du gerne hättest, was dich interessieren würde. Was ich jetzt schon sagen kann, ist, dass wir keine Einzelthemen anschauen, sondern es geht wirklich um den Fokus auf die Transformation des menschlichen Bewusstseins. Das heißt, wo du hängen bleibst, wo du in alten Glaubenssätzen, Mustern, Überzeugungen, Programmen immer noch dich bewegst, obwohl die längst veraltet sind, obwohl die längst durch aktuelle Geschehnisse und Events widerlegt sind, oder damit es alles möglichst einfach ist. Genau. Also freu dich, trag dich im Newsletter ein. Dort gehen die Informationen immer als allererste raus, weil die Newsletter-Abonnenten ja einfach den ersten Zugriff kriegen für Workshops und eben die Online-Kurse. Und überhaupt auf mich und Fragestellungen. Daraus entstehen ganz, ganz viele Podcast-Folgen, weil ich Fragen kriege, weil ich Themen kriege. Genau. Und eins der Themen, das gewünscht worden ist und was natürlich wie immer mehr auftaucht, ist dieses Grenzen setzen. Wir sind im tiefsten und intensivsten Transformationsprozess, den es je auf der Erde gegeben hat, den es je in der Menschheit gegeben hat. Und der Fokus, den ich von Anbeginn halte und im Podcast immer hatte, ist, dass es ganz allein darum geht, dass das menschliche Bewusstsein transformiert wird. Das heißt, wir werden immer achtsamer, wir verabschieden bisherige Muster, Glaubenssätze, Überzeugungen, Programmierungen mit jedem Event, der im Außen stattfindet. Und ich sage das Wort Event bewusst, weil es wertneutral ist. Das ist nicht dramatisch und es ist nicht besonders schön. Es hat überhaupt keine Wertung, sondern es finden verschiedenste Events statt, die wir anschauen können, die Energien in uns erzeugen und mit denen wir umgehen können. Entweder ich bleibe in Schock und Starre oder Begeisterung stecken. Oder ich verarbeite das und schaue an, was da eigentlich passiert, warum da was passiert, wer Beteiligte sind und transformiere dann Glaubenssätze, Muster und Überzeugungen, die ich einfach aus der Vergangenheit liebevoll eingesammelt noch in mir drin habe, oder? Und aus meiner Sicht, das, was ich in Meditationen für Bilder und Informationen kriege, ist, das ist wie ein Computerspiel, Level um Level, also Event um Event, können wir unsere Achtsamkeit schulen und unsere Achtsamkeit immer mehr verfeinern, immer mehr hinschauen, immer mehr Energien fließen lassen und immer mehr zu dem energetischen Wesen werden, das wir eigentlich sind und in das wir damit reinschiffen, oder? Dass wir immer mehr Energie wahrnehmen, immer mehr Energie sind, immer mehr uns dessen bewusst werden, dass es in Wahrheit um Energien geht. Und wir haben das so sehr im Sprachgebrauch, weil wenn dir jemand entgegenkommt, dem es gut geht, dann sagen wir, ui, du strahlst ja so. Wir haben es im Sprachgebrauch, oder? Und genau das ist dieses Energetische, das wir dem Gegenüber ansehen, wir fühlen, wie es
dem Menschen geht. Wir sind nicht mehr zwingend darauf angewiesen, dass unsere Augen sehen, ob Schultern hochgezogen sind oder relaxed in der Position sind, in die Position fallen, in der sie eigentlich von Natur aus gedacht sind, sondern es ist ein Fühlen, ein Wahrnehmen, wie es dem anderen wirklich geht, hinter Make-up, Haare, also Frisur, Kleidung, Fingernägel, aufgemacht, aufgebrezelt, wie man in Bayern sagt, oder ich komme ja aus München ursprünglich. Wir können da inzwischen viel mehr dahinter sehen, weil wir energetische Wesen sind, weil wir dieses Energiefeld lesen können, sehen können, wahrnehmen können, oder? Und der historische Prozess, der nimmt immer mehr Fahrt auf, wie eine Achterbahn. Die fängt auch langsam an, so war es die letzten Jahrzehnte, oder? Und jetzt sind wir dann in der Phase, wo es Schlag auf Schlag geht. Das sehen wir jetzt schon im 24, dass ein Event nach dem anderen uns einlädt, schau dahin, schau dahin, schau dahin, nimm dir deine Pausen, geh in die Stille, schlaf viel, geh immer mehr in den natürlichen Rhythmus der Sonne. Damit meine ich die natürliche Sonne, nicht die artificial, künstliche Sonne, die da manchmal davor gehängt wird, sondern wirklich die natürliche Sonne. Da in diesen natürlichen, göttlichen, damit meine ich keine Religion, sondern wirklich in diesen ursprünglichen Rhythmus wieder rein, oder? Und uns diesen Events entziehen, wenn wir daraus gelernt haben, wenn wir die Einladung angenommen haben, hinzuschauen, Beteiligte zu erkennen, Vorgehensweisen, Muster, welche Emotionen damit erzeugt werden sollen, was es mit mir gemacht hat, oder wenn ich das alles aufräume, wieder in die Stille gehen, in die Ruhe, in die Erholung, in diese neue natürliche Balance, die der Körper dann automatisch über Nacht oder manchmal über einen längeren Zeitraum wiederherstellen kann. Einfach jedes Mal, wenn Glaubenssätze, Muster, Überzeugungen, Programmierungen rausgehen, findet der Körper eine neue Balance, oder? Weil die Seele ist immer so, wie sie ist. Es ist im Körper gespeichert. Deshalb kann es sein, dadurch, dass wir auch in dem Podcast ziemlich tief gehen in die Themen, dass du dann einen Muskelkater danach hast oder einen Bewegungsdrang danach hast, oder? Ich weiß, viele von euch, 4.000 Milliardsten Dank für eure Rückmeldungen und dass ihr den Podcast hört. Und mit jedem Klick, mit jedem Like, mit jedem Weiterleiten wirklich auch fördert, dass er mehr ausgespielt wird, dadurch, dass ich sehr offen rede, sehr klar rede, sehr lichtvoll rede, hat es manchmal so ein bisschen Hörkeleien, sage ich mal, im Ausspielen. Und deshalb vielen herzlichen Dank, wenn du den Link verteilen magst, wenn du es weiterleiten magst, wenn du es der besten Freundin oder dem Menschen, dem das Thema gerade gut täte oder meine eingestreuten Zwischentöne gut täte, dass du es weiterleitest, weil das hilft dem Ausspielen. Das Licht ist immer stärker als das Menschengemachte. Und je mehr lichtvolle Menschen es weiterleiten und verteilen und ein Like da lassen, umso lichtvoller wird es weitergeleitet und verteilt. Also vielen herzlichen Dank. Also lass uns jetzt auf alle Fälle mal den Grundgedanken anschauen, der sich auch in einem Coaching die Woche so stark gezeigt hat, in dem ich muss mehr Grenzen setzen. Wir sind da als allererstes tief eingetaucht, wenn der Satz auftaucht oder das Bedürfnis, Nadja, ich muss mehr lernen, Grenzen zu setzen oder ich möchte mehr Grenzen setzen. Dahin zu gucken, was ist der zugrunde liegende Glaubenssatz. Was ist das Fundament, was zu diesem Satz führt, zu diesem Bedürfnis führt, oder? Und das ist was Trennendes. Das ist ein kriegerischer, trennender Grundgedanke, mit denen wir so sehr gefüttert werden von frühester Kindheit an, schon mit den Schulnoten. Die haben das und die haben das. Der ist gut und der ist eben ein bisschen doof. Der kann das besonders gut und da ist so unter ferner Liefen. Dieses Trennende ist so sehr in uns reinprogrammiert und das lösen wir jetzt alle auf. Das
ist unter anderem der historische Prozess, dass wir uns wieder verstehen als eine Einheit, dass wir alle Seelen sind, die aus der gleichen Quelle gekommen sind und die unterschiedliche Missionen haben, was wir im Online-Programm dann anschauen, und unterschiedliche Herangehensweisen und unterschiedliche Erfahrungen machen wollen. Oder? Das Gemeinsame ist aber das Verbindende, dass wir alle eins sind und dass wir alle wie uns sowieso auf der Seelenebene ja alle wieder treffen und austauschen. Und dann sagen wir, ja, du hast deine Rolle aber gut gespielt. Oder? Das heißt, bei dem Wunsch oder zu merken, boah, ich werde da überrumpelt, ich fühle mich da übertölpelt, ich fühle mich da immer übergangen, wo dann kommt, ich muss lernen, Grenzen zu setzen. Auch das ist eine Programmierung, die ich im Coaching-Bereich so viel sehe, oder? Und was ist, wenn du dir erlaubst, tiefer zu gehen und zu gucken, was ist der Sponsoring-Gedanke darunter? Ich hier, du da, oder? Und du hast Grenzen überschritten, deshalb muss ich lernen, hier Grenzen zu setzen, eine Mauer zu ziehen. Und das ist ein kriegerischer Gedanke, das ist Zwistigkeit, Streitgrundenergie. Und die lösen wir auf. Wenn wir auf einer friedlichen Erde leben wollen, dürfen wir bei uns anfangen, im Bewusstsein und vor allen Dingen im Unbewussten, im Unterbewusstsein, was der weitaus größte Anteil ist, oder wo unsere Muster und Glaubenssätze, Programme liegen, die uns so wie auf Schienen durchs Leben fahren und laufen lassen. Wenn dort Zwistigkeit und ich muss Grenzen setzen, weil ich muss hier eine Mauer bauen, damit dem endlich Einheit geboten wird, ist, das ist Unfrieden, der da mitschwingt, der im Energiefeld ist. Das ist nicht schlimm, da braucht es überhaupt keine Bewertung. Es braucht nur die ehrliche Erkennung und das ehrliche Betrachten. Und dann die pure, reine Entscheidung, will ich es beibehalten, ja oder nein. Und darum geht es mir heute, oder? Dich einzuladen, bei dir selber hinzuschauen, wenn du den Wunsch hast, boah, ich muss Grenzen setzen lernen, zu erkennen, wow, ich habe da was in mir drin, was mir den Gedanken offeriert, ich muss andere wegdrücken, ich muss da eine Grenze ziehen, ich muss eine Mauer bauen, damit ich Freiheit habe, damit ich meine Ruhe habe, damit ich zu Wort komme, damit ich mein Leben gestalten kann, wie ich möchte. Und das kann auch anders gehen. Das kann in Frieden gehen. Und wie wir das diese Woche angeschaut haben, sind richtig Tränen der Erleichterung geflossen, weil das so tief sitzt, diese Programmierung für Krieg, für Gegeneinander, für Zwistigkeit, für dieses mit dem Finger auf andere zeigen, dieser Grundgedanke der Trennung, oder? Was ist, wenn das nur die Einladung ist, bei sich selber hinzuschauen und bei sich selber dann innerlich aufzuräumen, bei sich selber zu bleiben, sich eine Zeit der Stille zu nehmen und zu gucken, zu spüren, was kann ich in mir so stärken, in mir so aufräumen, dass ich selber blühe und dass ich selber immer den Raum habe, den ich brauche, ohne Mauern setzen zu müssen, ohne diesen trennenden Gedanken leben zu müssen, ohne diese Zwistigkeit als Frequenz in die Welt auszustrahlen, oder? Weil wir alle sind bewusst in diese Zeit reingeboren, inkarniert, und wir alle helfen uns dabei, unsere Muster zu erkennen. Und wenn jetzt jemand richtig durch dein Leben trampelt, du bei dir feststellst, Moment, was ist denn da? Dann mag es kurzfristig angenehmer sein, den Kopf in den Sand zu stecken und zu sagen, der andere ist ein Depp, der andere ist laut und bullig und trampelt da durch mein Leben. Ich muss Grenzen setzen. Kann man machen, aber viel eleganter und nachhaltiger ist es zu sagen, okay, ich nehme diese Situation und gucke jetzt bei mir hin. Was ist in meiner Ausstrahlung, in meinem Unterbewusstsein noch, dass mein Sein
nicht respektiert wird. Wo darf ich hinschauen bei mir, um nicht Mauern bauen zu müssen, sondern im Frieden durch diese Welt laufen zu können, oder? Und wo kommt diese kriegerische, kämpferische Energie her? Dieses Getrenntsein von anderen, das Gefühl von zu kurz gekommen sein, dieses ich muss mein Terrain abstecken und schützen mit möglichst hohen, unüberwindlichen Mauern, damit ich endlich meine Ruhe habe, oder? Und das ist super anstrengend. Coaching, wie ich es verstehe, und dieses innerliche Aufräumen, Persönlichkeitsentwicklung, dieses sich selber wirklich transformieren, ist anstrengend und schmerzhaft. Wenn es einfach wäre, würden es alle machen. Aber bei sich zu bleiben, sich vielleicht einen Abend der Ruhe zu gönnen und sich hinzusetzen und mal hinzuschreiben, es war die Situation mit den Beteiligten, da ist das und das abgelaufen und in mir haben sich diese und jene Muster und Glaubenssätze, Programmierungen gezeigt und da setze ich mich jetzt hin und werde mir dessen gewahr und räume das auf. Wenn es einfach wäre, würden es alle machen. Also lass es uns anschauen, wie es auch friedlich, harmonisch und in Balance geht. Einfach für dich. Egal, was im Außen passiert, egal, was im Außen sich zeigt, egal, wie es da draußen tobt und macht und tut, oder einfach bei dir zu sein. Das ist der historische Prozess, in dem wir sind. Und wenn du Frieden willst in der Welt, darfst du Frieden sein. Und dieses Frieden sein bedeutet, dass wir alle bei uns selber anfangen zu gucken, wo habe ich selber unfriedliche Gedanken, das heißt Unfrieden in mir gespeichert. Und der erste Schritt ist immer dieses Beobachten, wie ich es gerade schon angetönt habe. Und die konkrete Situation dir nochmal vor Augen führen und dir, wenn es geht, aufschreiben, wer war beteiligt, welche Gefühle hat es in dir erzeugt, wann ist der Gedanke gekommen, ich muss da lernen, Grenzen zu setzen, wo kommt der Gedanke her, einfach dieses pure, neutrale Beobachten, wie ein Kinofilm, anschauen, was ist da zu und her gegangen, mit wem. Und dir im zweiten Schritt, dir deiner Gedanken gewahr werden. Welche Gedanken haben sich gezeigt? Oder was ist dir da als erstes in den Kopf geschossen? Und als drittes, welche Gefühle? Welche Gefühle sind da gekommen? Und die endlich mal fließen zu lassen. Und ich höre das so oft, da ist richtig Wut und Hass und Groll. Ja, die sind in uns gespeichert über Jahrtausende. Lass sie endlich raus. Trau dich, dir eine ruhige Ecke zu suchen, dir ein ruhiges Wochenende oder Abend zu gönnen und einfach mal diese Wut zu spüren. Freu dich, dass du in deinem Leben jetzt eine Situation gegenwärtigen kannst, die diesen Wutknollen richtig wachrüttelt, wachkitzelt. Und so, dass diese Emotion, die so zum kleinen festen Päckchen irgendwo im Körper gespeichert ist, oder endlich fließen kann, dass die Energie endlich hochgeht, endlich durch deinen Körper so durchwabert, oder? Fühl das Gefühl und erinnere dich, souveräne, authentische Menschen, die setzen keine Grenzen, sondern sie strahlen sie natürlich aus. Du kennst Menschen, die so in einen Raum kommen oder so in einem Sitzungszimmer sitzen oder so auf der Straße dir entgegenkommen, die rempelt man nicht an. Die ranzt man auch nicht an, sondern die strahlen das ganz natürlich aus. Auf eine angenehme Art und Weise. Damit meine ich nicht die aufgeblasenen Fakies, die da draußen rumlaufen, die Nase weit oben haben und meinen Uga-Uga ich. Das sehen wir sofort, dass da was nicht stimmt, dass da was im Argen ist. Die haben eine ganz aufgewühlte Energie und die sind jetzt in den historischen Zeiten mega aggressiv. Die sind mega am Kämpfen, weil ihr ganzer innerer Setup derart ins Wanken gerät und sie nicht mehr wissen, wer sie sind. Die meine ich damit nicht, oder? Das sind die, die uns manchmal noch so unbequem daherkommen.
Deshalb ist es so wichtig, jetzt nicht bei dem Satz, ich muss lernen, Grenzen zu setzen, stehen zu bleiben, sondern diesen Satz als Anfang zu sehen. Und jetzt geht es erst richtig los. Dieser Satz ist der Eingang, ist das Eingangsportal für beobachte dich. Welche Situation war das? Welche Beteiligten? Was war der Streitpunkt? Wie hast du dich gefühlt? Welche Gedanken sind gekommen? Was hast du in dem Moment gedacht? Was hat dein Unterbewusstsein dir gezeigt? Was war eine Schiene, auf die du automatisch geraten bist? Und warum? Welche Erinnerungen wurden wachgerüttelt, oder? Und dich jetzt zu erinnern, das war so, ist mir so passiert und so will ich sein. Authentisch, friedlich, souverän, gelassen, freundlich, liebevoll, egal was für ein Ekelpaket oder was für eine Situation im Außen gerade ist, oder? Das heißt, jetzt kannst du dir selber bewusst werden, Moment, hier ist eine Situation, wenn ich sie nicht auflöse für mich innerlich, kommt die wieder und wieder und wieder, weil dann kommt der nächste Depp daher und triggert dir wieder dieses Muster, triggert dir wieder dieses Programm, triggert dir wieder diesen Glaubenssatz und lädt dich ein, schau bitte endlich bei dir hin. Das ist der historische Prozess. Alle Muster, alle Programme, alle Gegebenheiten, alle Events wiederholen sich so lange, bis die Menschheit daraus gelernt hat, bis die Menschheit achtsamer geworden ist und sich nicht mehr hinters Licht führen lässt, sich nicht mehr belügen lässt, sich nicht mehr provozieren lässt, sich nicht mehr irgendein Theaterspiel vorspielen lässt. Das ist der historische Prozess, in dem wir sind. Und deshalb mag ich dich von tiefstem Herzen einladen, wenn dich was richtig hochkochen lässt, verletzt, wehtut, schmerzhaft ist, komm ins Coaching oder nütz selber das nächste Wochenende oder den Abend in Stille und setz dich hin und geh diese Situation durch und lass dir vom Unterbewusstsein zeigen, welches Muster hat dazu geführt, dass ich mit so einem Trottel so auf gleicher Stufe war, was hat der mir gezeigt? Was ist in mir, was so sehr gerüttelt hat und was mich diese Situation hat erzeugen lassen, dass ich sie endlich anschaue, endlich innerlich aufräume. Oder? Und dann trau dich, das aufzulösen, trau dich, das anzuschauen. Und trau dich auch, wie in der Zeit zurücktrudeln zu lassen. Ganz viel ist auch schon seit Geburt oder frühester Kindheit. Wir sind unfassbar tief geprägt durch Geburt und natürlich Kinderstube, oder? Und natürlich das Elternhaus, das heißt die Ursprungsfamilie. Und trau dich, dir das zeigen zu lassen. Nicht bei diesem Satz, ich muss lernen, Grenzen zu setzen, stehen zu bleiben. Wir sind, das ist eine Programmierung, die da gelaufen ist in der Coaching-Industrie, weil man da so schön stehen bleiben kann. Ja, ich muss jetzt lernen, Grenzen zu setzen, tough zu sein. Quatsch, das ist die Einladung, bei dir tiefer zu gehen und alte Muster und Glaubenssätze aufzulösen. Weil dann, wenn du die Frequenz nicht mehr in dir hast von diesem Muster, von dem Programm, von dem Glaubenssatz, kommt die Situation nicht mehr, weil du auf dieser Theaterbühne einfach nicht mehr präsent bist. Wenn du keinen Takt Schlager in dir hast, hörst du keine Schlager. Oder? Wenn dich Volksmusik nicht interessiert, nicht berührt, nicht triggert, nee, einfach gar nicht vorkommt in deinem Leben, dann hörst du keine Volksmusik. Und das ist das, wie unangenehme Menschen wegfallen, wo wir gerade jetzt in diesen historischen Zeiten, das erlebe ich in meinem eigenen Leben und bei meinen Kunden, auf einmal wirklich ekelhafte Situationen haben im Leben, die super schmerzhaft anstrengend sind und die uns gerade Coaches, ich habe so viele Coaches auch als Kunden, sagen, ich habe schon so viel in mir aufgeräumt. Ja, aber wir gehen jetzt tiefer. Wir sind jetzt in einem Stadium hier auf der Erde, wo wir richtig tief gehen, wo das Alte von vor 5 Jahren, 10 Jahren, ich lerne jetzt mal Grenzen zu setzen, interessiert niemanden mehr. Wir sind schon längst
tiefer. Jetzt darf der Deep Shit gehen. Die tiefen Programme, die tiefen Muster, Glaubenssätze und Überzeugungen, oder? Trau dich, die zu sehen, und Gesindel scheut das Licht. In dem Moment, wo du so ein Muster erkennst und anguckst, kannst du es auflösen, kannst du bewusst sagen, ah ja, stimmt, dieses Muster habe ich im Kindergarten angefangen. Oder ja, das habe ich von Mama, Papa, Oma übernommen. Das Muster, diese Programmierung kenne ich aus meiner Ursprungsfamilie. Oder das war von der Geburt, das haben die mir immer erzählt, das sei von der Geburt so gewesen. Oder? Und das jetzt bewusst aufzulösen. Gesindel scheut das Licht. In dem Moment, wo du dir die Muße, Ruhe, Zeit, Stille nimmst, bei dir zu bleiben, bei dir zu sein, hinzufühlen, deinem Kopf zuzuhören, welche Gedanken er dir offeriert, zu denken. Und du mit immer mehr Achtsamkeit, die wird immer feinziselierter, oder? Auf diese Gedanken achtest und schaust, boah, woher kenne ich das? Wo kommt das her? Will ich mit diesem Gedanken weiterhin durchs Leben gehen? Mit diesem Muster, wo das herkam? Nee, das löse ich auf, das verabschiede ich jetzt, das schicke ich ins Licht. Ich bin frei, ich entscheide mich auf der ganzen Bandbreite der Wahlmöglichkeiten jetzt. Für die ganze Bandbreite. Ich brauche kein Muster mehr, das mir ein Verhalten vorgibt. Ich bin mature genug, erwachsen genug. Ich bin souverän genug, jedes Mal in jeder Situation aus der Bandbreite der Möglichkeiten neu und eigenständig, souverän und gelassen zu entscheiden. Und dafür dürfen die Muster und Programme ersatzlos gehen, damit die Bandbreite offen wird der Entscheidungsmöglichkeiten und du individuell, je nach Situation, einzeln entscheiden kannst. Aus der Souveränität raus, was heute für dich richtig ist, was morgen für dich passend ist, was übermorgen stimmig ist. Oder? Also trau dich, tiefer zu gehen, trau dich, dir selber zuzuhören, trau dich in die Stille zu gehen. Das ist ein Grund, warum wir im Außen so viele Veranstaltungen sehen. Weil es gibt eine Kraft, die möchte, dass du beschäftigt bist, die möchte dich im Loop halten, nicht hinzuhören, nicht in die Stille zu gehen, dich nicht weiterzuentwickeln, nicht in die Achtsamkeit zu gehen. Je mehr Muster sie haben implementieren können, die sind mit Bedacht implementiert worden, oder? Und wir sind die Stärkeren, wenn wir in die Stille gehen, wenn wir die Veranstaltungen durchgehen lassen, nicht hingehen, nicht hinschauen, sondern wissen, ich hatte diese eine Situation in meinem Leben, die war so unangenehm. Dafür nehme ich mir jetzt das Wochenende Zeit und mache lange Spaziergänge und löse das auf. Und ich schwöre dir, es löst sich auf. Und diese Leute im Außen, die dieses Muster bisher immer wieder getriggert haben, die fallen weg. Die kommen nicht mehr, weil du auf einer anderen Ebene, nicht besser, nicht schlechter, einfach eine andere Ebene dann hast von Energie, die du verkörperst. Weil wir sind alles strahlende Seelen, oder? Nur im Körper sind unsere Muster und Programme, die Dichtigkeit, da sind Schuld und Scham gespeichert. Und wenn du die gehen lässt, dann fühlt sich das gleich leichter an. Ich hatte gerade gestern eine Kundin, wo mir gesagt haben, jetzt schau mal in den Spiegel, was du für Augen hast. Und das waren solche Sternchenaugen, weil wir so intensiv was haben anschauen dürfen, was so schmerzhaft war. Es ist so berührend. Es ist wirklich, wie ich es auch auf meiner Internetseite ich über mich seit Anfang an geschrieben habe. Es ist wie in der Waschmittelwerbung, dass wie von den Augen so ein grauer Schleier weggeht. Ich hatte schon Kunden, da sind Unverträglichkeiten weggefallen. Da sind Autoimmunkrankheiten weg gewesen. Die hatten immensen Muskelkater. Die hatten richtig erstmal Fieber und lagen erschöpft im Bett, weil der Körper
das Neue adaptiert, wenn ein Musterprogramm rausgeht, es ist immer ein dichtes Energiefeld, was da rausgeht. Und der Körper kann nicht anders als sofort eine neue Harmonie herstellen, oder? Und manchmal erzeugt er dafür Fieber. Manchmal ist so eine Übersäuerung im Muskel, dass wenn da ein Programm rausgeht, hatten wir letzte Woche so am Schulterblatt. Da geht so eine Säure raus, dass es Muskelkater erzeugt. Also trau dich, dann einfach einen Liter Kräutertee zu trinken, einen langen Spaziergang zu machen, dich mit der Erde zu verbinden, dass sofort der Elektronenaustausch stattfinden kann, dass der Körper maximal unterstützt ist, eine neue Harmonie herzustellen, wo dieses belastende Muster Programmierung nicht mehr da ist. Und du wirst keine Grenzen setzen müssen. Wenn du es einfach nur siehst als, das war eine unangenehme Situation, ich guck mal bei mir hin und räume bei mir auf, dass sowas nie wieder stattfindet. Also trau dich hinzugucken und trau dich für dich und deine Werte dazustehen, für dich zu entscheiden, ich stehe für Wahrheit. Und dafür halte ich unangenehme Situationen aus, weil da draußen ist so viel Unwahrheit, was aber die Leute glauben und für Wahrheit halten, dass je mehr du in die pure, reine Lichtwahrheit, in die Gesetze des Universums trittst, das gibt so Interferenzen natürlich, oder? Das gilt es auszuhalten. Diese Abkapselung aus dem bisherigen Umfeld, dieses ich passe mich an für Zugehörigkeit und aus Obrigkeitshörigkeit und weil ich will ja nicht anstrengend sein. Das gilt's auszuhalten auf dem Weg der Persönlichkeitsentwicklung in dein neues Ich, in dein harmonisches, authentisches, stimmiges Ich, in dein friedliches Ich. Die Leute, die dich mit den bisherigen Mustern, Programmen kennen, das kann sein, dass die sagen, du bist anstrengend geworden. Oder du bist irgendwie ganz anders oder so kenne ich dich ja nicht. Ja klar, wenn du dich weiterentwickelst, darfst du deine Umgebung mitnehmen. Oder und sagen, ja, ich hatte eine ekelhafte Situation in meinem Leben, wo ich intensiv an mir gearbeitet habe und zum Glück bin ich heute anders. Daran habe ich gut gearbeitet, tief gearbeitet. Daran habe ich so gearbeitet, dass ich beim Coach war, habe das anschauen lassen, damit sie noch Tieferes zutage fördert, oder? Hab nur gesagt, das war die Situation, Nadja, räum auf. Oder so handhaben wir das, dass meine Kunden zum nächsten Termin kommen und sagen, Nadja, das war in der Woche, räum auf, was ist das? Kann man es bitte wegbürsteln, polieren? Also trau dich, dich neu zu erfinden und trau dich zu üben, wie es ist, ganz friedlich zu leben und zu sein. Trau dich für möglich zu halten, dass in dir noch Unfrieden, Disharmonien schlummern, die du jetzt bereinigen darfst. Je freiwilliger du das tust, umso leichter ist der historische Prozess und, um ehrlich zu sein, auch umso humorvoller. Also aus diesem ganzen strengen, weil wirklich sich ekelhafteste Dinge zeigen und uns gezeigt werden, damit wir hingucken, damit wir innerlich aufräumen, oder? Das sind die Level, die Computerlevel, die wir zu meistern haben und dann nicht in Schock und Trauma und Bewertung hängen bleiben, sondern sagen, Moment, was sagt mir das? Was hat das mit mir zu tun? Was kann ich bei mir aufräumen, damit ich mich daraus weiterentwickeln kann und damit ich wie in eine neue Harmonie finden kann, oder? Also, trau dich bei dir hinzuschauen, trau dich bei dir zu bleiben. Deine Energie ist das Wertvollste, was du hast. Und jedes Mal, wenn du nach außen gehst, nach außen Aufmerksamkeit schenkst, fließt deine Energie ab. Trau dich, du zu sein, trau dich, frei zu sein und trau dich, friedlich zu sein, trau dich, Frieden zu sein und souverän und gelassen durch diese historischen Zeiten zu navigieren, wo es ausschließlich um die Transformation des Menschen geht. Alles andere sind die Ebenen drunter, wo geballert und Feuer ist und
damit die Menschheit sich endlich bewegt und hinguckt, oder? Weil wir in die Achtsamkeit geschubst werden, in die pure Leichtigkeit, in den puren Frieden. Und wenn wir Frieden wollen auf der Erde, dürfen wir bei uns selber anfangen. Also, ich wünsche dir viel Spaß beim inneren Aufräumen. Freue mich, wenn ich dich freitags mit dem Newsletter überraschen darf, dir da die Gedanken der Woche, das Thema der Woche, auch zum historischen Prozess offerieren darf, darüber nachzudenken. Ich bin da auch manchmal unbequem, schildert es einfach wie alles aus der Sicht, es geht um die Transformation der Menschheit. Und da mag es den einen oder anderen dann mal durchschütteln, weil er in Schock und Traumata, in das kann doch nicht sein, stecken geblieben ist und den Kopf in den Sand gesteckt hat, statt durchzugehen, statt hinzugucken, oder? Da freue ich mich, wenn du zum Freitagskaffee den Newsletter lesen magst, mir Rückmeldung geben magst, wenn ich dich zum Coaching begleiten darf, wenn ich dich zu den Online-Kursen dann begleiten darf, wo es einerseits darum geht, das eine ist die Community. Jede Woche treffen wir uns, wahrscheinlich Dienstagabend. Ich muss das noch ein bisschen gucken. Und andererseits das Business aufbauen, also wirklich ein Business-Fundament bilden. Mit dem, was dir entspricht, was du erfahren hast im Leben, was du weißt, oder wo du, ich mag den Begriff nicht mehr so gern, aber Expertin bist, weil du es erfahren hast. Wo du die Erfahrene bist, die ihre Erfahrung, wie im Sinne früher die Erfahrung weitergeben kannst und damit denen behilflich sein kannst, die gerade noch feststecken in der Situation, die du schon gemeistert hast. Das ist das, wie das Business funktioniert, wie es leicht geht und wie es individuell auf dich zugeschnitten ist und wie jetzt die Online-Kurse entstehen. Wir fangen an mit dem Fundament und dann, wenn ich das fertig abgedreht habe, die Videos und zum Start gebracht habe, dann kommt anschließend der Business-Aufbau, das Feintuning, das Feinbürsteln, Feinfeilen, der nächste Schritt. Also freu dich, lass dich im Außen nicht ablenken. Wir bauen eine neue Welt, wir bauen fest mit dran, dieses neue Energiefeld zu beleben, indem wir an uns arbeiten und reif sind und souverän sind, dieses neue Energiefeld zu beleben und zu erfüllen. Jetzt schicke ich dir eine ganz herzliche Umarmung. Danke, dass es dich gibt. Danke, dass du ein Like da lässt, dass du es weiterleitest, dass du anderen Bescheid gibst, dass es eine Nische in dieser Social Media Welt gibt, eine Bubble, wo es nur um dich geht, ohne jede Agenda, einfach nur lichtvoll, dass es dir gut gehen darf, dass du souverän und gelassen durch diese historischen Zeiten navigieren darfst und dabei dein Business so aufstellen darfst, dass es dir taugt und passt und dich erfüllt. Herzliche Grüße, deine Nadja.